Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht tatsächlich endlich weiter. Ihr habt es euch gewünscht. Wir sind wieder bei Paul von PZ Tuning. Im wunderschönen, das müsste Brandenburg ja auch sein, ne? Brandenburg. Ja, immer wenn ich bei KKS Performance bin, ich werde immer aufgezogen, weil ich habe immer Berlin gesagt. Großbären ist aber Brandenburg. Jetzt weiß ich, es ist Brandenburg. Deswegen weiß ich auch, dass wir hier auch in Brandenburg sind. Pass auf, wir haben mit unseren Roller. Joghurtbecher. Der Herr muss auf jeden Fall auch einmal ins Bild. Benni ist auch am Start. Ich gehe das im Weg. Der ist nämlich mehr oder weniger zuständig für den Roller. In den letzten Videos von den Roller war Jan noch dabei, der konnte heute leider nicht. Wir sind aber eigentlich nicht wegen dem Roller hier, sondern wir wollen einmal zeigen, was geht im Sinnsonnenbereich so. Mittlerweile 2 Jahre her, dass wir hier waren. So ein Teil, was uns extrem viel auch Zeit gekostet hat. So, jetzt muss man das einmal zusammenlegen. Das ist theoretisch das komplette Motorgehäuse. Einmal aus dem Vollen gefräst, ne? Okay. Und das kostet natürlich dann noch ein paar Taler. Aber das heißt? Das Gehäuse kostet 800 Euro. Mhm. Genau. Für aber den Endkunden aber komplett wirklich geliefert und fertig bearbeitet, dass er theoretisch Motor rausbaut. Genau. Punkt 1 ist, wir müssen auf jeden Fall auch mit meinem Roller hier einmal her. Dann können wir ja vielleicht witzigerweise auch mal uns hier den Flugplatz suchen und doch mal vielleicht so ein richtiges Battle-Duell, wie auch immer, mal machen. Simson gegen Roller. Ich denke, dass der Scooter da auch die Nase vorn haben wird, weil du einfach hier die Leistung gar nicht so auf den Boden bringst und das halt nach vorne fährt. Mhm. Ich glaube, vom Spaßfaktor her ist das hier wesentlich größer, aber von der Schnelligkeit von der her, von der Performance her, bist du auf jeden Fall vorne. Aber ist kackegal, wir probieren es einfach. Mhm. Du sagtest, hat sich einiges getan. Ja, auf jeden Fall. Und deine, ich nenne es jetzt einfach mal, die Oberliga in Sachen Simson-Tuning ist auch fertig. Ja, also man kann sagen, es ist fertig. Ja, es ist genau gestern fertig geworden. Ja, also das wird heute auf jeden Fall auch spannend werden, weil es entweder das Ding geht wie Sau oder es könnte halt auch was zerfliegen, weil wir sind halt noch nicht mitgefahren und wir fahren halt echt viel Leistung für so eine Simson. Und das heißt, nur halt so Prototyp, ganz kurz ein, zwei Eckdaten zu dem Ding? Na, wir haben 125 Kubikzentimeter, wir haben ein komplett CNC gefrästes Motorengehäuse und wir haben da jetzt so einen Kartzylinder drauf und diese Kartzylinder sind halt wirklich im Zweitaktbereich so ziemlich das Beste und Stärkste, was du halt kriegen kannst. Ne? Ist das ein Rotakzylinder? Nee, das ist ein TM-Zylinder von so einem Schaltkart und wer so ein Ding schon mal gefahren ist, weiß, glaube, das ist echt wirklich brutal. Also ich habe selbst auch noch so einen Schaltkart, das ist echt geil und ich bin selbst gespannt. Ich habe auch echt ein bisschen Angst damit zu fahren nachher im Moped, weil du hast halt den kurzen Radstand. Wir haben jetzt auf dem Prüfstand in komplett zahmer Abstimmung, komplett fett, also so, dass das wirklich absolut eigentlich halten sollte. Fahren wir jetzt halt 42 PS, ja. Und Motor oder Rad? Am Motor und 38 am Rad haben wir jetzt, ja. Genau, ist aber noch mit einem kleinen Vergaser. Und noch keinen Meter gefahren? Nicht wirklich, nee, hier mal so kurz raus, rein, aber nicht so, dass ich mal irgendwo richtig durchladen konnte. Eine Sache noch, rein, raus sagst du hier gerade. Dieses Video sollte eigentlich noch vor eurem Community Day online gehen. Okay. Dürfen wir da Werbung für machen? Oder? Ja, könnt ihr gerne machen. Oder ist es eh schon so voll, dass es allen aus nichts? Es ist eh komplett voll und wir sind auch ausverkauft, aber ja, wir können trotzdem darüber gerne sprechen. Wir blenden einfach mal ein paar Szenen vom letzten Mal ein. Ich war leider verhindert. Ich bin dieses Mal leider auch verhindert, obwohl du relativ früh schon angefragt hast. Aber da stand schon fest, dass ich an diesem Samstag nicht da bin. Also diesen Samstag hier Community Day, die ganze Simson-Szene vor Ort. Ja. 2000 Leute? 800 also, Simsons? Ja, mehr würde ich fast sagen. Also es ist nicht die ganze Simson-Szene, es ist halt sehr... Benni überlegt schon, wie kriegt er die ganze Kiste hier. Ja, aber es wird sehr verrückt. Ne? Also letztes Jahr habe ich das halt für meine Community sozusagen als Dankeschön gemacht und das ist halt wirklich völlig eskaliert. Es war eine mega geile Stimmung gewesen, wir haben so viele coole Mopeds da gehabt, wir haben viele Attraktionen da gehabt, wir haben dieses Jahr auch wieder übel viele Mopeds da, die wir wirklich gezielt dann auf den Prüfstand stellen. Wir haben eine Hayabusa Turbo da, die wir auf den Prüfstand stellen werden, wir haben einen Jettruck da mit so einem MIG-Triebwerk hinten drauf. Also übel viele Sachen, die halt einfach geil sind, wenn man Motoren mag. Wir haben einen Lanz Bulldog da mit so einem 10 Liter Einzylindermotor, wir haben einen K700 da, kennt ihr so einen K700? Nee. So ein riesen russisches Knicklenkding, diese gelben Dinger, ja, die so ein riesen V8 Single Turbo drauf haben. Du hörst die ganze Zeit nur, das ist halt, ja, muss man halt mögen, ne? Aber wir haben halt viele Sachen da, die halt einfach irgendwie geile, extravagante Motoren drin haben. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr vorbeikommen. Genau. Da geht's auf ab.
So, ich sehe gerade, wir sind pünktlich zur Mittagspause hier. Ja. Ich glaube, wenn du die Kamera Siegelos. Nee, nee. Das heißt, letzte zwei Jahre, krass, schon wieder zwei Jahre her, ne? Ja, die Zeit vergeht, ey. Hat sich richtig was getan bei euch? Ja, auf jeden Fall. Wir haben halt echt viel Maschinen gekauft, wir haben innen viel Gas gegeben, wir haben viele neue Produkte rausgebracht, wir haben ja, viel Blödsinn gebaut. Wie siehst du so den Simson-Markt? Ist es immer noch vermehrt alles Simson? Also macht ihr immer noch ja. 100% nur Simson? Eigentlich ja. Okay. Und eher so, dass es immer weiter steil bergauf gibt, das wirklich, oder, weil irgendwann müssen ja diese Motoren auch einfach mal weg sein, also es müssen ja irgendwann alle getuned sein, oder meinst du, es kommen wirklich in irgendwelchen Scheunen und so weiter immer nochmal wieder? Es ist wirklich so, dass sehr, sehr viel zurückimportiert wird, also es ist regelmäßig auf der Autobahn, wie aus Polen, aus Tschechien, aus Ungarn, überall die Mopeds wieder zurückgeholt werden, hier wieder aufgebaut werden, und das ist halt irgendwie das Erschreckende für mich, wenn man sich mal überlegt, dass der Markt oder die zur Verfügung stehenden Fahrzeuge immer mehr werden, weil wirklich hunderte, tausende Mopeds importiert werden und trotzdem aber der Fahrzeugpreis so extrem schnell steigt, weil die Nachfrage noch größer ist als der Nachschub, der aus dem Ausland sogar zurückimportiert wird. Also wo liegen die Simson-Preise aktuell? Also, also angenommen, man will so einen richtigen Haufen kaufen, wo geht das denn los? Was denkst du, für eine gute S51? Für eine gute? Also ich sag mal, eine schlechte kostet ja schon 1500. Echt? Ja. Eine schlechte. Und die fährt dann wahrscheinlich nicht mehr, oder? Nee, das ist wirklich, da musst du alles machen. Genau. Also alles. Krass. So, das heißt, wenn du dich da draufsetzen möchtest und als Otto Normalo einfach fahren möchtest, ab 3,5. Weil ich weiß, ja, als wir vor zwei Jahren hier waren, da waren wir eher so bei schlechten, so bei 500 bis 800 Euro. Ja, so genau. Da habt ihr schon gesagt, das ist total viel. Wie viel Geld ist das? Ja, weil davor war es halt so, dass es im Osten sehr populär und beliebt war. Mittlerweile ist es ja wirklich so, dass es im Westen auch noch so ist. Ne? Es ist überall am Steigen. Wir haben Kunden, die haben kleine Werkstätten oder so, die halt Teile von uns verbauen. Und die erzählen mir das auch immer wieder. Dass jetzt selbst die irgendwo im tiefsten Bayern die 15-jährigen Mädels dastehen und wollen eine Simson fahren. Weißt du, weil keiner mehr Lust. Letzte Frage, wenn ich so ein Ding aus Tschechien zurückimportiere, eine 50er, muss ich dann hier irgendwie TÜV machen oder gehe ich einfach nur mit der Fahrgestellnummer zur Polizei, irgendwie so eine Unbedenklichkeitsbescheinigung? Das ist so ein bisschen Grauzone-Thema, wo viel manipuliert wird und wo auch leider viele Leute verarscht werden. Wenn du eine Simson, die zurückimportiert ist, hier anmelden willst, kannst du eigentlich nur als 45 km/h Moped zulassen. Mhm. Weil nur diese DDR-Mopeds, die hier ausgeliefert wurden, diesen Bestandsschutz sozusagen haben. Auf diese etwas schnellere Zulassung. Mit diesen 60 km/h. Mhm. Wenn man mal ehrlich ist, die meisten umgehen es. Ne? Mhm. Da gibt es halt irgendwie auch immer Mittel und Wege. Man kann auch eine komplette Dekra-Vollabnahme machen, dann kannst du es auch wieder als 60, glaube ich, zulassen. Aber das ist auch jetzt nicht so mein Kernthema, wo ich mich extrem mit auskenne. Ich könnte mir ja vorstellen, wenn man so ein Ding aus Tschechien holt, ist ja dieser typische Wisch, dieser 45 km/h Fahrzeugpapieren-Wisch, so, der ist ja auf jeden Fall weg. Ja, der ist weg, deswegen. Aber den kriegt man dann neu oder wie läuft das dann? Ja, mit Mopedpapieren ist das so ein bisschen, du hast da halt so einen kleinen Wisch, wo die Fahrgestellnummer drinsteht. Also deswegen. Weißt du, glaube ich, wie es dann laufen wird. Ne? So, das ist halt die Sache. Ne? Okay, verstehe. Aber ja, die meisten tauschen halt Rahmen etc. Also ihr dürft euch auf jeden Fall darauf freuen, wir gehen jetzt rein, gucken, was hier passiert ist, werden auf jeden Fall uns die Simson angucken und dann mal gucken, ob in diesem oder im nächsten Video wird der Roller auch noch zum Einsatz kommen, weil ganz am Ende wollen wir vielleicht so ein kleines Duell stechen, Roller gegen, wie hast du gesagt, Ost gegen West? Genau. Wahnsinn, aber wir gehen erstmal gucken. Sind das hier alles Mitarbeiterfahrzeuge oder wie? Ist das ein Mitarbeiterparkplatz? Ja, die meisten Mopeds schon. Ich glaube, das hier vorne ist ein Kundenmoped. Das dritte auch, aber die anderen sind von Mitarbeitern. Ja. Bei uns ist auch wirklich, da lege ich viel Wert drauf. Die meisten meiner Mitarbeiter, also ich glaube, wir haben keinen, der keinen Moped hat. Ja. Also die haben halt alle komplett diese Moped-Marke, die sind da mit Leidenschaft dabei und das ist halt, glaube ich, auch ganz wichtig, um ein bisschen anders als andere Firmen zu sein. Sagen wir es einfach mal so. Als wir das letzte Mal hier waren, gab es diesen Bereich noch gar nicht, oder? Stand hier die Fräse irgendwo? Ja, da so, war ne? Das alles irgendwie ein bisschen anders. Also da sind wir eher da hinten so rein und waren dann hier so. Genau, das haben wir alles ein bisschen umbauen müssen, weil halt Versand geplatzt ist. Ne? Also Platz ist halt immer noch ein Riesenproblem. Jetzt müssen wir schon wieder umbauen, weil es auch schon wieder alles zu klein geworden ist. Wir wollen jetzt hier bald noch eine Ebene einziehen, dass wir eine zweite Etage noch oben drüber haben, wo wir halt Lagerfläche haben. Genau. Ich habe die eine Instagram-Story gesehen, wo das Dach runtergeflogen ist. Wir versuchen jetzt hier das restliche Dach, was noch drauf ist, irgendwie zu sichern. Ja Leute, bei uns gehen heute wahrscheinlich keine Pakete raus. Ihr seht das Dilemma. Ja genau, das war letztes Jahr gewesen, da war hier irgendwie Unwetter gewesen. Da ist wirklich das komplette Dach, 520 Quadratmeter Blechdach, hier runtergeflogen auf das andere Gebäude, auf meine Autos rauf.
dass da niemand bei gestorben ist, ist ein Weltwunder, weil es sind erst zwei Platten runtergeflogen. Dann sind natürlich die Mitarbeiter, weil sie es gehört haben, raus, standen draußen. Ich bin gerade rübergerannt, weil ich vor Panik Spanngurte holen wollte, um hochzuklettern und das irgendwie festzuratschen, was da noch so drauf war. Und ich komme wieder und dann lag das hier komplett auf dem Boden. Die sind wirklich, das Dach kam angeflogen in einem Stück, 520 Quadratmeter Blechdach, das wiegt ja auch ein paar Tonnen. Alter. Und die sind wirklich weggerannt, dass sie das Dach nicht abbekommen. Ey, dass da nichts bei passiert ist, muss ich auch einen Riesendank an unsere Versicherung aussprechen, an die Württembergische Versicherung. Kann man da einfach wirklich sagen, weil die haben uns so krass schnell und so unkompliziert geholfen. Wir hatten, glaube ich, 3 Wochen später ein neues Dach drauf und alles war gut. Aber wir mussten hier da hing hier überall Plan, weil es hat hier überall reingeregnet. Und dann haben wir mit dem Plan in Eimern dann alles aufgefangen und so, dass die ganze Ware nicht kaputt geht, dass unsere Maschinen nicht kaputt gehen. Wir haben hier gepennt abends, um irgendwie das Wasser aufzufangen. Das war wirklich eine sehr angenehme Zeit. Aber das zeigt auf jeden Fall schon wieder, mit wie viel Leidenschaft ihr bei der Sache seid. Ne? Ja, also selbst sagen hier, muss ich auch sagen, danke an meine Mitarbeiter, weil die sind hier auch nachts mitgeblieben. Ja. Wir haben eine Nachtwache gemacht, uns abgewechselt, dass hier irgendwie alles überlebt. Ne? Sonst wären wir am Arsch gewesen. Krass. War krass. Aber wir haben es geschafft. Ja. Alle zusammen. Ja, wo fangen wir an? Was, zeig mal deine Schätze hier. Genau, wir gehen mal als erstes hier rein und kommen vor. Hier steht jetzt auch der Prüfstand. Der stand letztes Mal auch wieder hinten reingegangen, bis gleich. Genau. Hier haben wir jetzt unseren Prüfstand stehen. Warum haben wir den Raum gebaut? Erstmal als Dankeschön an meine Motorenbauer sind die Mitarbeiter, die ich schon am längsten immer hatte. Und die mussten immer in so einer alten Kammer arbeiten sozusagen. Und das war mein Dankeschön, dass wir den Raum halt hier neu gemacht haben für die. Hättest du vor ein paar Jahren gedacht, dass du irgendwann mal sagst, du hast Motorenbauer im Sensorbereich? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mal angefangen, weil ich selber kein Geld dafür hatte. Ne? Mhm. Habe mal mit dem Dremel angefangen, habe halt Zylinder bearbeitet und irgendwie wurde es dann immer mehr und dann hat man irgendwie immer mehr verstanden, wie der Markt funktioniert und ja, wir haben uns, glaube ich, kann man so sagen, einen sehr guten Ruf auf dem Markt halt aufgebaut und ja, also es ist krass und wir haben immer über 50 Motoren hier, immer. Also es gibt keine Jahreszeit, wo wir unter 50 Motoren hier haben, die krass. Wir machen müssen. Ja, hier sieht man halt... Beliebteste Motor, aber schon immer Tuning oder Instandsetzung, dass das Ding überhaupt erst fährt? Ja, oder alles, was geht. Also wirklich, der Markt hat sich da auch stark... Man muss auch wirklich dazu sagen, wir sind sehr hochpreisig auf dem Markt. Und daher haben wir schon eher das Klientel, die sich eher die teureren Motoren aufbauen lassen. Also bei uns ist halt hier ist jetzt zum Beispiel ein 85er. Ja, also originale Motoren schon echt wenig, vielleicht 10% oder so. Also wir bauen halt wirklich hauptsächlich Tuning-Motoren, gerade auch für die Rennstrecke ganz viel. Das heißt, das ist dann alles so 10 PS-Bereich, 12, 15 PS? Oder? Der müsste jetzt hier um die, was ist der 5-Kanal, ich glaube um die 18 hat der jetzt hier. Genau. Aber eigentlich schon cool gemacht, so, ne? Also mit richtig dicht drängt man so. Genau, dicht drängt so wird ne? Zum Beispiel auch die ersten auf dem Markt, jetzt könnte ich eine Sache liegen. Die weiß noch gar keiner. Pass mal auf. Ach, jetzt wissen wir sie. Oha. Jetzt weiß es jeder. Ah, Alter, alles klar. Das wird jetzt bald auf den Markt kommen. Das ist, wenn Benni am Freitagabend sich überlegt, er will nur ein PS mehr haben, kann er eine andere Kalotte rein. Du kriegst jetzt bei uns, das habe ich halt jetzt. Kannst du halt mal schnell spannen zum Drehen. Genau, das ist das erste Gut. Du kannst es ohne irgendeinen speziellen Dorn in der Drehmaschine spannen. Und das Coole ist, du kriegst dann für jede Hubraumklasse bei uns jetzt unterschiedliche Kalotten mit verschiedenen Verdichtungen zu kaufen. Das ist ja geil. Weil dann kannst du, und das Coole ist, du, also bei dem Kopf jetzt nicht, weil es ein originaler Kopf ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen großen Fächerkopf hast und du fährst erst einen 85er, dann kannst du ihn oftmals gar nicht mehr ausdrehen auf ein anderes Hubraum oder irgendwas. So wechselst du einfach die Kalotte oder du hast halt als Beispiel den Fall, dass du einen Motorschaden hast, brauchst du eine neue Kalotte, wechselst für 20 Euro oder so. Keine Ahnung, was sie kosten wird bei uns. Richtig cool. Aber das habe ich mir halt überlegt und das wollte ich halt unbedingt auf dem Simson-Markt einführen. Also wir auch die ersten. Das ist eine geile Idee. Wie entscheidend ist die Form hiervon? Sehr entscheidend. Also wir haben ja einmal Quetschkante und dann einmal den eigentlichen Brennraum, sage ich jetzt mal. Und die ist halt sozusagen ganz entscheidend darauf, wie der Spülprozess drin vonstatten geht. Also das heißt, die Kontur dieser Glocke muss halt wirklich ganz genau zu den Kanälen passen. Und deswegen habe ich mich auch, glaube ich, als einer der ersten mit auf dem Simson-Markt für eine CNC-Drehmaschine entschieden, dass ich wirklich am Computer oder dass wir am Computer die Konturen konstruieren können, die drehen können und wir wissen, die ist dann auch genauso. Wenn du die händisch an der Drehmaschine so einen Radius drehst, ja, der wird immer irgendwie, dann kannst du zwar auslitern und so, aber es wird nie was Genaues. Mhm. So kann ich jetzt, wenn ich für irgendeinen Motor was teste, drehe ich mir davon 20 Kalotten, teste die durch und ich weiß, was am besten funktioniert. Mhm. Da reden wir dann wirklich über 1-2 PS Unterschied? Ja, das geht ganz, ganz schnell. Ja, wir waren zum prozentual voll vieles, ne? Vorhin genau, was halt bei Simson so geil ist, so ein Ding ist halt auch schnell mal getauscht, ne? Nicht so groß irgendwie Zahnriemen runter und nochmal dies und jenes und Kühlwasser und Sauerei, sondern einfach 4 Schrauben, wo ein neues Ding drauf weiter geht's, ne? Ja.
Ja, und der Mitgrund war halt auch einfach der gewesen, dass wir halt die ersten waren, die halt in Serie das mit dieser O-Ring-Abdichtung gemacht haben, weil sonst die Simson-Zylinder schmattern hier vorne immer rum. Du hast gar keine Abdichtung zwischen, nur eine Blechdichtung? Nee, gar nichts. Alu auf, in dem Fall Graugus, oder wenn du halt eine Alu-Zylinder hast, Alu auf Alu. Und ja, dann hat es natürlich nicht lange gedauert, bis es dann wieder alle auch gemacht haben und dann muss halt hier die nächste Stufe kommen. Ne? Mhm. Temperatur, kein Problem für so einen Gummiring? Nee, überhaupt nicht. Also, es ist so, der kann irgendwann schmelzen, aber wenn der schmilzt, hast du eh einen Kolbenklemmer. Mhm. Also das siehst du, wenn du jetzt einen Motor hattest, der extrem geklopft hat, wo der Kolben schon extrem abgebrannt ist, da siehst du dann auch, dass dann der O-Ring dann irgendwann schmilzt. Okay. Aber das sind Piton-O-Ringe, die sind glaube ich bis, ich weiß gar nicht jetzt so genau, so vor Höhe funktioniert. Das sieht aus wie irgendwie so eine Lagerverstärkung, Abstützung, oder? Nee, das ist sozusagen eine CNC-Dichtkappe mit auch so einer O-Ring-Abdichtung. Ah. Ich mache immer viel mit O-Ring-Abdichtung, weil ich hasse halt einfach Dichtungen und ich hasse auch Motordichtmasse. Deswegen finde ich immer geil, eine O-Ring-Nut eingefräsen. Dadurch, dass wir es halt selbst hier fräsen können, können wir es halt machen. Und dann, ja, hier kann der Simring nicht mehr rausrutschen. Die Dichtkappe ist halt einfach ohne Dichtung direkt dicht. Und ist halt ein bisschen stabiler, weil die Originalen liegen halt immer um. Das sind auch so Teile, die wir halt hier selbst fertigen als Beispiel. Und sieht gut aus. Und es sieht gut aus. Billet geht immer. Genau, Billet geht halt einfach immer. Wie lange sitzt man im Schnitt an so einem Motor? Also wirklich so alle Steps mit Aufarbeiten und so weiter, das soll optisch mal geil aussehen. Reden wir da eher so von 2-3 Tagen oder muss so ein Motor einen Tag fertig sein? Das hast du schon an einem Arbeitstag. Oh. Ja. Aber da musst du schon hintereinander schnell machen. Aber man muss auch dazu sagen, dass meine Motorenbauer mittlerweile, die machen halt den ganzen Tag nichts anderes. Mhm. Wir sind immer wieder am Prozesse optimieren, gucken, dass wir irgendwo Spezialwerkzeuge bauen und so, um halt Sachen einfacher zu machen. Das sind auch wieder gut, dass wir da die CNC-Maschinen haben. Da kannst du schnell mal eine Vorrichtung drehen, fräsen, wie auch immer, dass es halt schneller geht. Ja, das gehört halt auch so mit zu meinen täglichen Aufgaben. Preisrange von bis? Also wo geht sowas los? Wirklich nur, ich schicke, also angenommen, ich würde mir jetzt heute eine Simson kaufen, den Haufen für 1500 und sage aber, ich will immer einen funktionierenden Motor haben und schicke euch einmal den Motor, dass er nur einmal so durchrevidiert wird. Na, durchrevidieren, da bist du vielleicht bei 300-400 Euro. Okay, ja, aber ist schon so, 300-400 Euro kriege ich einen lauffähigen Motor wieder zurück. Ja, genau. Wenn du jetzt einen Tuning-Motor haben willst, also ich denke, sowas hier, da steht ja irgendwas zwischen 1000 und 2000 Euro für den Umbau, so in dem Dreh. Ja. Nur Motor plus Anbauteil, also Auspuff und so kommt noch alles. Genau, ja, das kann ich jetzt wirklich nicht so genau sagen. Die Frage, welche Zündung, dies, das. Genau, welche Kurbelwelle kommt rein, kannst du Preiswerte einbauen, kannst du was Vernünftiges, eine Schmiedewelle einbauen. Hast du halt viele Möglichkeiten. Den Motor, die kannst du halt bei uns im Shop konfigurieren. Da wird dir halt vorgeschlagen, was wie zusammenpassen könnte, sollte. Ich will nicht wissen, wie viele Kunden das ergibt, die einfach, man kennt das immer so, alles was geht erstmal einmal rein. Ja, das siehst du auch ganz oft. So, wenn du einmal Konfigurator alles anklickt, oh, vielleicht wenn ich da klicke, wird es noch teurer und das noch dazu und das noch dazu. Und das Schlimme ist, es bestellen auch Leute ganz viel so. Dann warten also sie manchmal bei so einem MTX-Motor oder so, da ist es auch so, da geht eine volle Lotte, ne, aber kostet halt so ein Motor auch mal schnell 4.500 Euro, ne, das geht ganz schnell. Ja. Dann reden wir aber von 25 PS? Na, die schwächsten MTX-Motoren 30. Schwächsten, auch mal eine Aussage. Ja. Und da hinten, das sieht ja jetzt eher so ein bisschen klassisch aus, oder nicht? Ne? Genau, das ist jetzt hier so ein Gebläsemotor. Da sieht man, dass die von außen ziemlich original aussehen. Gebläsemotor heißt? Also ja, du hast hier noch so eine Zwangskühlung dran. Ah, okay. Deswegen hast du auch so einen kleinen, ja, so einen kleinen Zylinder nur. Das ist, ich weiß jetzt nicht, ob es einer ist mit 63 Kubik oder mit 76 Kubik. Und da fahren wir dann auch so um die 14 PS so in dem Dreh. Das ist schon echt gut, ja. Dafür. Also, ja, also wenn man die Dinger original kennt, da kommst du keine Schräge hoch, ohne im zweiten runterschalten zu müssen. Die haben ja nur drei Gänge, weil das so tot ist, dass wirklich nur so vor sich hergekrauchen und so ein Zylinder fährt es dann schon gut. Ich sehe da den Rollenprüfstand. Thema Motorenprüfstand bis heute keinen? Nee, weil es bei uns eigentlich ist der Motor so schnell in einem Moped eingebaut, ist dass egal. Du einfach das Moped draufstellst, es sind zwei Schrauben, ein paar Bautenzüge einhängen und dann geht's los. Schnell, ja. Weil wäre ja schon für den Kunden irgendwie so das letzte i-Tüpfelchen, wenn die so wissen, Motor kommt, ist so von Paule fertig, 8,2 PS, würde ich, viel Spaß mit. Würde ich tatsächlich auch gerne machen. Das Problem wird wahrscheinlich sein, dass dir keiner bezahlen wird. Wir können es jetzt kapazitätstechnisch noch nicht abbilden. Wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, will ich es auf jeden Fall mal probieren, dass der Kunde halt sagen kann, okay, ich bezahle vielleicht 200 Euro mehr, ich kriege das Ding gleich abgestimmt auf den Prüfstand, kriege mein Diagramm dazu, da wäre vielleicht noch hinkommt. Weil, also ich denke mal schon, dass, weil wir brauchen uns nichts vormachen. Das ist ja alles Liebhaberei. Weil ich glaube einfach nicht, dass der Simson-Markt, also das Coole an den Simson ist, es wird schon noch viele geben, die damit zur Arbeit fahren.
Aber es ist ja nicht so, dass sich jemand nur auf die Simson verlässt und kein anderes Gefährt hat. Ja. So, und das heißt, es ist ja schon noch viel Liebhaberei dabei und dann glaube ich schon, dass ich dann doch lieber vielleicht einen Monat länger sparen und dann halt aber den Motor abgestimmt, fertig bekommen, einbauen, losfahren. Ja, alleine vom Gefühl her, dass du weißt, jetzt kann ich Hahn aufziehen. Abstimmen ist halt auch kein einfaches Thema. Ne? Man kann auch nicht so erwarten, dass ein Kunde, der damit noch nie zu tun hatte, sich sowas zusammenbaut und kann das gleich perfekt alles einstellen und hört, wenn das Ding klingelt. Da hatten wir ebenfalls schon drüber gesprochen. Mhm. Deswegen ist es auf jeden Fall, irgendwann wird es ein Thema werden. Man muss es halt nur mal abbilden können, weil es ist halt auch ein immenser Aufwand dahinter. Ne? Ja. Tom, ist das eine Birne? Junge, ist das eine Birne? Hier wollen wir das jetzt nicht, gehen wir später drauf. Ne? Wir laufen erstmal einmal ein bisschen weiter hier. Ja, wie ihr wollt. Ja, ja, wir laufen erstmal ein bisschen. Genau. Ein bisschen. Als wir vor 2 Jahren hier waren, gab es diesen Sinne da schon? Oder ist das die komplett neu? Oder sieht sie jetzt nur anders aus? Die gab es da noch nicht. Noch gar nicht, also ist komplett von null neu aufgebaut. Die ist wirklich jetzt diese Woche erst fertig geworden. Also noch nicht ganz fertig. Ich finde halt die Räder protestlich. Die sehen halt einfach viel zu schmal in dem ganzen Ding aus. Da kommen jetzt noch andere Referien rein. Das muss ich auch noch vom Community Day kriegen. Haben die immer den Durchmesser? Oder kann man auch größeren Durchmesser tun? Man könnte auch größere fahren, aber ich persönlich finde, dass es dann optisch nicht so gut aussieht. Also ich habe jetzt breitere Felgen, die einfach breiter sind und ein bisschen kräftigere Reifen, weil ich finde, in der Mitte sieht das ganze Moped so bullig aus, sieht sehr kräftig, massiv aus und dann sind da diese Fahrradreifen drauf, das passt halt irgendwie nicht. Das allererste, was halt auffällt, ist halt Simson und wassergekühlt, ne? Mhm. Mit dem Wasserkühler, das ist halt so, daran weiß ich nicht, erkennt man halt irgendwie immer direkt, dass irgendwas nicht in Anführungsstrichen original ist. Kein Mensch würde bei dem Ausbruch denken, ist das Original, keine Frage. Richtig, aber so, weißt du, das ist so das Erste, wo man gleich so denkt, oh, hier hat sich was getan. Das ist auch der Grund, warum ich eine originale Lampe dran habe, originale Blinker, die Schutzfläche original gelassen habe und so, dass es halt trotzdem irgendwie noch ein bisschen eine Simson ist, weil machen wir uns mal nichts vor, das hat jetzt schon mit Simson, ja, hier ist irgendwie gefühlt, jedes zweite Teil haben wir irgendwie selbst hier gefräst für das Ding, ne? Also, geil. Ja. Ja, das ist auch ganz andere Liga so von allem her, ne? Vor allem auch ganz anderen Vergasertyp und so, ne? Ja, man weiß halt schon mal Bescheid, ne? Wenn du hier siehst, die Stehbolzenverschraubung unten, ist ja quasi nur so gewählt, damit du jetzt nicht durch die langen Stehbolzen, die einmal durch den Zylinder führst, dass du halt maximal Kanalquerschnitt kriegst, ne? Genau. Also immer wenn schon unten verschraubt ist, dann weißt du schon Bescheid. Sieht man ja so wir können es ja mal ein bisschen hochpumpen, dann kann das vielleicht mit Kamera ein bisschen besser zeigen, die Uhr. Das ist aber 5-Gang dann, ne? Ne, wir haben jetzt hier, normalerweise bauen wir unsere Tuning-Motoren immer als 5-Gang. Bei der Leistung und dem Drehmoment geht es nicht, weil du musst halt auf den gleichen Bauraum den Gang mehr mit reinkriegen und dann werden die Zahnräder natürlich schmaler. Und das ist jetzt sowieso hier schon so. Also wenn wir jetzt im nächsten Video oder wann auch immer mit dem Ding fahren, es kann wirklich passieren, dass es komplett auseinanderfliegt, weil wir haben halt über 40 PS in einem Simson-Motor. Auch, ja, wie fangen wir jetzt an? Ne? Also aber wir fangen damit an, welches Teil hiervon ist eigentlich noch Simson? Der Kupplungshebel. So, man sagt immer so, Simson, aber am Ende, es geht ja schon mit eurem gefrästen Motorgehäuse los. Ist das immer noch das wie vom letzten Mal oder gibt es ja auch einen neueren Stand mittlerweile? Das ist ein komplett neuer Stand. Wir haben, also das Motorengehäuse ist jetzt wirklich konstruiert für dieses Moped. Du hast halt hier, der wesentliche Unterschied ist halt der, dass zum Beispiel bei diesen MTX-Zylindern der Einlass über den Zylinder erfolgt. Mhm. Das heißt, der will hier so sitzen? Genau, und hier siehst du ja, dass der Einlass mit der Membran direkt ins Kurbelgehäuse reingeht. So wie die 125er Motoren das auch immer hatten. Genau. Meine erste 125 und so weiter das auch hat. Genau. Nee, stimmt gar nicht. Die erste 125 hat Zylinder. Die hat am Zylinder, genau. Aber die ganzen Roller haben das auch. Genau, die Roller sind zum Beispiel so gebaut. Ja, ja zum Motor. Also wir haben halt ein komplett CNC gefrästes Motorengehäuse, was wir auch komplett selbst konstruiert haben, selbst gefräst haben. Das ist alles hier in dieser Halle sozusagen passiert. Ja, da ist so ein 125er K-Zylinder drauf. Ja, was soll man dazu erzählen? Ist halt, ich glaube, man kann sich vorstellen, was das für ein Aufwand ist, ein Motorengehäuse zu konstruieren. Dann das CAM-Programm zu schreiben, dass die 5-Achsen-Maschine das dann auch noch fräst und dann, dass das am Ende dann auch noch alles irgendwie zusammenpasst und funktioniert, war halt wirklich schon ein gewaltiger Aufwand gewesen. Aber das war halt schon immer mein Traum. Ich habe schon vor 10 Jahren davon geträumt, genau diesen Zylinder in einem Simson-Gruppe zu fahren. Ne? Wie ist das dann bei so einem Thema mit Ausbruch? Das heißt, der Ausbruch muss ja auch auf den Zylinder gebaut sein, logischerweise. Genau. In dem Fall habe ich es mir jetzt erstmal ganz einfach gemacht. Ich habe einfach die Kart-Ausbruchmaße 1:1 genommen und wir haben den Ausbruch dann selbst zusammengeschweißt. Man muss auch dazu sagen, wir sind keine Ausbruchbaufirma. Sieht man auch am Ausbruch, der ist jetzt nicht ganz so perfekt. Wir wollen jetzt nochmal einen aus Titan bauen, wo
wo wir uns dann nochmal ein bisschen mehr, da solltest du mir das Rohr besorgen, hast du das mitgebracht? Ja, auf dem Schreibtisch liegen lassen, ja. Ah, sehr gut. 25 Titanrohr, ich habe zufälligerweise wirklich gerade 25 Titanrohr gehabt. Ja, genau, da habe ich jetzt einfach die Maße genommen, weil da wissen wir, die Kombination aus Zylinder und Auspuff funktioniert. Aber da wird sich auch im Kartsport mal wieder richtig Platte zu gemacht haben, hundertprozentig. Ja, das ist sowieso im Kartsport, ja, also da geht es um richtig Geld, genau. Da geht es um eine Weltmeisterschaft und TM ist seit bestimmt 20 Jahren Marktführer und das nicht ohne Grund. Da sitzen Leute, die sitzen den ganzen Tag auf dem Prüfstand, ja, ja, und stimmen dieses Setup zusammen ab, definitiv. Das merkst du auch einfach, das ist... Wie nennt sich die Art von Vergaser eigentlich? Das ist ein Membranvergaser. Vielleicht die Leute, die eine Kettensäge haben, das ist halt baugleich wie ein Kettensägenvergaser, kann man sagen. Mhm. Das heißt, du hast hier oben eine Spritpumpe drauf sitzen, direkt am Vergaser, und hier drüben geht ein schwarzer Unterdruckschlauch ans Kurbelgehäuse ran. Mhm. Und dadurch, dass du ja immer einen Über- und einen Unterdruck im Kurbelgehäuse hast, durch die Auf- und Abwärtsbewegung des Kolbens, pumpst du diese kleine Pumpe, also diese Membran hin und her, die dann sozusagen das Benzin direkt über Düsen einspritzt. Der wesentliche Vorteil für mich war jetzt persönlich gewesen, dass wir halt, ich habe es jetzt leider noch nicht dran, ich werde halt noch einen Abgastemperatursensor ranmachen, dass ich mir halt einmal auf dem Prüfstand meine Abgastemperatur, die perfekt ist, wo der Motor hält, wo er die beste Leistung abwirft hat, und dann kann ich sofort immer sehen, okay, ich bin noch zu mager oder bin noch zu fett unterwegs, und dann komm mal her, Philipp. Dann hast du, das ist der große Unterschied zu allen normalen Vergasern, hast du hier zwei Stellschrauben, und bei denen kann ich während der Fahrt magerer und fetter drehen. Ja, die sind vorhin auch schon von euch so hergestellt, dass man da tatsächlich auch während der Fahrt dann umdrehen kann. Genau, es ist halt, das ist ein Kartvergaser. Im Kartsport ist es sehr üblich in manchen Klassen, dass du halt diese, dann kannst du halt hier magerer und fetter drehen. Genau. Okay. Das heißt, du drehst auch eigentlich dauerhaft dann rum, weil das Ding wird ja jeden Tag schon so ein bisschen anders laufen. Genau, die Vergaser sind extrem empfindlich. So ein Motor mit so viel Leistung ist auch halt relativ empfindlich. Und dann, ja, aber das ist das Gute, ne? Du hörst sofort, okay, läuft ein bisschen fett, mach ein bisschen mager, läuft mir zu mager, ich mach fetter. Motor empfindlich, wie viel Betriebsstunden kriegt der so, bis man reingucken muss? Du fragst Sachen, also Kolben wechselst du hier alle 6 Stunden. Wenn du das Ding richtig rannimmst, wie im Kartsport, kannst du den Kolben alle 6 Stunden weghauen, weil dann hat er es einfach gesehen. Das siehst du dann auch auf dem Prüfstand, dass dann halt einfach die Leistung nachlässt. Ja, ja, ja. Wobei du jetzt mit dem Ding eh nicht jetzt irgendwie eine Ausfahrt irgendwie machst oder so. Das wird nicht 4 Stunden sehen. Also da guckst du mal nach einem Jahr mal rein, ob noch alles tutti frutti ist. Machst du mal das untere Pleuellager und ein neues Pleuel dann halt rein. Genau. Gibt es in der Simson 10 auch so Art Beschleunigungsring? Gibt es, ja. Gibt es. Aber ist für euch nicht so interessant, dass ihr jetzt mit so einem Ding da hinfährt? Doch, fahren wir. Weil dann müsstest du wahrscheinlich wieder komplett umbauen. Genau. Fahren wir relativ viel, da ist es halt so, da fährst du eigentlich nur mit dem Rahmen durch die Gegend. Also wir haben Kunden, die fahren mit unseren Motoren Sprintrennen, auch sehr, sehr erfolgreich. Genau, auch mit dem Ding, also das, auch im ersten Start kannst du nicht machen, du kannst auch im zweiten kein Gas geben. Also das wirft dich sofort ab. Sehen wir nachher. Genau. Auch die Schwinge sind mega geil. Genau, die Schwinge haben wir auch komplett selbst gebaut. Da haben wir das vordere, das hintere Teil sozusagen selbst CNC gefräst, Vierkantrohr genommen, das reingesteckt, dann verschweißt. Wir haben, also das war jetzt in dem Fall auch ein Muss, weil das Problem ist, die originale Schwinge ist erstens sehr dünn und zweitens hast du Kettenspanner, die auf Zug beansprucht werden, die sofort wegreißen, vor allem bei der Leistung halt. Deshalb war es hier wichtig, dass wir es so konstruieren, dass du die halt hier auf Druck beanspruchst. Demnach hast du hier gar keine Probleme, also Antriebsstrang ist safe. Genauso hier ist auch eine komplett aus dem Vollen gedrehte Narbe hinten drin, die sozusagen bessere Übergabepunkte hat vom Kettenrad zur Narbe hin, weil die Originalen halt sofort wegreißen, vor allem bei der Leistung. Und so wie es jetzt hier ist, hält es auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel auch hier diese Mitnehmer, das sind so Teile, die wir zum Beispiel auch halt vertreiben, mit 8 Schraubpunkten, bei allen anderen Herstellern hast du nur 5. Und dadurch kannst du halt auch noch mal ein bisschen mehr übertragen, ohne dass die Schrauben wegreißen. Das ist halt dann irgendwann alles ein Problem, ne? Ihr kennt es ja vom Auto. Vor allem bei 40 PS ist halt auch schon ganz gut Zug auf so einer Kette, ne? Genau. Ist die Schwinge auch länger oder mal aus Original? Ja, die ist 3 cm jetzt länger, um halt ein bisschen das aufs Hinterrad kommen. Merkt man? Ja, das merkst du. Hätte ich auch nicht gedacht. Problem wäre halt, wenn du sie noch länger gemacht hättest, dann sieht dann halt doof aus, deswegen haben wir uns hier 3 cm entschieden. Ja. Genau, hier vorne ist halt auch Bremse. Ist man da Simson-mäßig jetzt dann aber in dem Bereich, dass es nichts Stärkeres gibt? Für einen Einzylinder? Es gibt wohl einen Motor, der soll 48 PS haben. Deutscher? Ja, genau, von Langtuning. Wird er auch haben. Ich denke auch, dass es damit realistisch ist, es zu schaffen. Aber es war jetzt nicht mein Ziel gewesen. Es war auch so, die Community hatte sofort, ja, du willst doch den Rekord da knacken.
Das ist einfach wirklich gar nicht mein Ziel gewesen. Und ich habe halt einfach diesen Traum gehabt, solch einen Zylinder auf meinem Moped zu haben, damit mal irgendwann vor der Eisdiele vorzufahren und einfach der Klang von so einem Ding, das ist halt, naja, wenn man so ein Kart kennt, dann ja, das ist halt was ganz anderes als zum Beispiel so ein MTX. Also ein MTX dreht 12.500, der hat hier bei 14.000 seine Leistungsspitze und dreht halt 15. Der dreht auch mal 15.5 ohne Probleme. Und das ist halt natürlich eine ganz andere Klangkulisse. Das ist halt wirklich ein reinrassiger Rennzylinder und das merkst du halt einfach. Das muss man mögen, weil es auch eklig zu fahren ist. Untenrum ist das Ding wirklich tot, aber obenrum platzt mit einmal die Bombe und dann ist halt geil. Ne? Und ich finde auch, man sieht halt einfach, dass du dir deinen Traum hier so verwirklicht hast. Und einfach halt so zusammengebaut hast, wie du einfach drauf hast. Ne? Genau. Und einfach drauf scheißen, genau so zusammenbauen, so finde ich es geil. Ja. So sollte man eigentlich auch machen. Gar keine Kompromisse eingehen, sondern einfach, so will ich es haben, so mache ich. Ja, deswegen, das ist halt auch, entweder du willst es so halt haben, dann musst du halt den Tod halt irgendwie fressen. Ne? Und das war mir halt einfach auch wichtig gewesen. Das ist natürlich das Gute, dass ich einfach ins Regal gehen kann, die Teile rausnehmen kann, wie wir zu jedem Normalen, der es halt irgendwo kopflich erwerben muss. Ne? Das ist halt ein Riesenvorteil. Aber so kann man es, glaube ich, auch als Endkunde sich selbst gar nicht bauen. Das geht gar nicht. Wenn du nicht so eine Firma im Petto hast, wenn du nicht die Möglichkeiten hast, die sämtlichen Teile einfach zu fräsen und die Ideen umzusetzen. Aber das ist auch genau das, was mir so einen Spaß macht und was, glaube ich, auch unsere Firma irgendwie so ein bisschen ausmacht, dass ich mich hier so wie so ein kleines Kind ein bisschen austoben kann. Weißt du? Also, ja. Aber angenommen, ihr würdet jetzt diese ganzen Teile, wo sie fertig sind, man würde die Simson einfach so nochmal kaufen wollen. Über was für eine Summe reden wir da so? Jetzt nicht auf 1 Euro und nicht auf 500 Euro, sondern nur reden wir hier in Summe über 10.000 Euro, 15.000 Euro, 20.000 Euro, 30.000 Euro. Wenn man es wirklich nur kostendeckend machen würde, müsste ich so einen Motor für 10.000 Euro verkaufen. Okay. Alleine wegen dem Motorengehäuse, weil das ist halt, ich glaube, wir haben 3 Tage das Motorengehäuse nur gefräst, programmiert bestimmt eine Woche, dass sozusagen die Maschine weiß, wie sie es fräsen soll. Und dann kannst du bestimmt noch mal einen Monat für die Konstruktion des Gehäuses einrechnen. Weil du hast halt überall irgendwie die Kanäle da drin gehen, das sind halt alles so Freiformflächen. Und die zu konstruieren, das ist halt nicht so einfach wie hier eine Gerade, da ein Winkel, weißt du, sondern es ist halt alles so eine Geometrie. Weil wenn wir es dann schon machen, dann willst du es natürlich dann auch so. Ja, ja, und dann. Denkst du, es gibt einen Gebrauchtfahrzeugmarkt für, also oder einen Neufahrzeugmarkt genau für solche? Sind uns? Also angenommen, es kommt jetzt einer ansonsten auf Community Day und sagt vorne, 20 Mille nehme ich mit das. Ich könnte es mir vorstellen, muss ich sagen. Würde ich, glaube ich, ehrlich gesagt auch. Weil ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil dann hätte ich wieder nicht so ein Moped. Weil ich habe es halt für mich selbst aufgebaut, weil ich es halt einfach Bock drauf habe. Aber die nächste Sache ist halt einfach die, wenn du das irgendjemandem gibst, der nicht ganz genau weiß, was er da macht, ist er entweder tot oder das Moped ist nach 2 Stunden tot. Also, weil ich persönlich finde immer noch, dafür, dass es ja Hobby und Leidenschaft ist. Du weißt ja selber, wenn wir jetzt bei Motorrädern, klar, das ist natürlich dann auch, da ist viel, viel mehr dran, aber da geht es ja schnell mal so, wenn man sich so einen Motorradtraum ermöglichen würde, reden wir nicht über 15 oder 20, sondern wahrscheinlich eher über 100, so in dem Dreh. Das heißt, das ist ja schon noch für denjenigen, der wirklich diese Leidenschaft Simson hat, geile Spielzeuge. Okay, so, bevor es wieder 2 Stunden wird, vielleicht noch ein bisschen Druck. Ja. Ja, solche Dinge. Ne? Also es sind ja zum Beispiel Hebel, die ins originale Moped passen. Wie viele eigene Teile habt ihr so? Also viele, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir machen wirklich viel selbst. Also eine grobe Zahl hat man ja schon in meinem Kopf. Wirklich? Habe ich mir noch keine Gedanken zugemacht. Keine Ahnung. Wirklich, ja, weil... Also okay, darf ich schätzen? Also A, schätzen, wie viele Produkte ihr in eurem Online-Shop in Summe habt und wie viele davon eigens gefertigte komplett von euch haben. Ich schätze mal. Also ich würde tippen, ihr habt in Summe im Online-Shop 4.000? Kann sein. Aber weißt du wirklich nicht? Ich weiß es wirklich nicht, Philipp, wirklich, ich weiß es nicht. Ich mache mir eher Gedanken, dass die Produkte, die wir... Ja, bei uns ist es halt wie eine Sucht, ne? Weil du willst halt irgendwas rausbringen, du willst was erschaffen und das macht Spaß. Und dann nimmst du die Leute an, die finden es geil. Dann hast du wieder Geld, kannst ja weiter investieren, dann machst du das nächste Teil und dann ist es so ein... Das ist genauso auch dieser Spirit, den man aktuell ja auch so viel bei Instagram von den ganzen Leuten immer so gepredigt bekommt. Mach das, was dir Spaß macht, du wirst damit erfolgreich sein und so weiter. Hm. Und das trifft halt hier genau zu, ne? Weil man merkt halt, du machst das eigentlich nicht zum Geldverdienen, sondern um das hier alles zu bezahlen, dass du so geile Teile brauchst. Das Geld ist halt einfach, so wie du es sagst, das Mittel zum Zweck. Du brauchst das Geld, um die Möglichkeiten zu haben und dir zu erschaffen. Aber für mich selbst privat ist mir völlig Banane eigentlich, muss ich wirklich sagen. Klingt vielleicht komisch oder vielleicht nimmt es auch der eine falsch auf, aber es ist halt so. Aber ich finde lieber geil, wenn das Produkt dann irgendwie geil ist, weil, oder wenn
Aber wir werden auf jeden Fall heute noch einen hier finden, der uns sagen kann, wie viele Produkte im Onlineshop drin haben. Ja, das kann bestimmt mal jemand. Steffi? Steffi? Kannst du mal gucken, wie viele Produkte oder wie viele Artikel wir im Onlineshop haben? Kriegen wir nicht raus. Hey, sämtlicher Scheiß, ne? Aber es ist halt schon so einfach das Paradies, ne? Stehbolz. Ja, das ist halt so das Lager, das ist so, das ist so damals mit so einem Einkaufswagen, wer kennt ihn, ja. Wo man durch diesen Toys R Us Store rennen konnte und sich so in einer bestimmten Zeit so viel wie möglich einsammeln musste? Also damals mit 16. Das waren aber ganz lange schon her, ne? Also ich kenn's tatsächlich eher, noch. Da war ich noch ein Kind. Das waren so diese Fernsehsendungen von damals immer, wo du wirklich so durch Toys R Us laufen durftest und keine Ahnung, 180 Sekunden hast. Ja, Zylinder ist hier immer sehr spärlich, weil Zylinder ist immer alles ausverkauft. Alles mal weg. Das ist immer. Aber sieht richtig schick aus. Ja, wir haben, warte mal, wir können ja zum Beispiel mal an mein Kettenritzelregal gehen. Warte mal, gehen wir weiter. Weiter hier, Benni, guck mal, sieht fast aus wie hier so eine 38er Wastegate-Aufnahme. Oder? Das ist eine. Sieht fast aus wie so eine 38er oder 44er Wastegate-Aufnahme. Ja, wirklich, ja. Fast. Ja, das ist eine Kalotte für ein MTX, glaube ich. Ja. Mhm. Jo. Wie lange macht ihr das Ganze schon? Hauptberuflich seit 4 Jahren. Ja. Vollgas, ne? Weißt du, früher gab es halt nur so eine verzinkten Stahlkettenräder zu kaufen. Und dann haben wir uns gedacht, nee, wir fräsen es mal selbst, lassen die Dinger eloxieren. Erstmal danke. Da hast du selbst mich gerade mit abgeholt. Ui. Weißt du, leicht ist? Ja, war das von da, bevor es gleich wieder richtig war. Alu? Sieht echt. Genau, ist halt 70-75 und hält extrem lange. Das wäre mal eine Frage gewesen, dass das echt so funktioniert. Diese kleine Phase, die hier nochmal dran ist, die muss für Ketten eingriffen? Genau, oder? Dass die Kette halt ein bisschen eine Führung hat, wo sie sich einfädeln kann. Genau, da. Okay. Ja, wir und haben halt eloxierte Farben sind halt immer. Genau. Ja, wir machen so viel hier, Schalthebel. Wenn du da übrigens mal einen Kontakt brauchst, sorry, ich muss ein bisschen Werbung machen, weil Alex Chromfabrik mir einfach so oft seinen Arsch gerettet hat. Ne? Wir haben einen, der auch übelst geil luziert, genauso einen Helm hat wie wir, das auch macht, ja. Weil Spaß macht und so weiter, ja. Sonst kann ich dir gerne den Kontakt nochmal geben. Haben wir früher, wir haben es tatsächlich in der Anfangszeit selbst selber gemacht. Ja. Ging auch, das Problem ist nur bei großen Stückzahlen, das hinzubekommen, dass die Farben zueinander passen, dass die konstant laufen, dann kriegst du Probleme mit den Beckentemperaturen und was nicht alles. Ja. Wir haben es dann irgendwann abgegeben und das ist auch eine gute Entscheidung. Und wir reden ja hier auch schon über Mengen, die man halt nicht mal eben so selber. Ja, die machst du nicht im Spülbecken zu Hause. Ja, dann halt hier so eine CNC-Mitnehmer. Da waren wir auch die Ersten gewesen, die es halt gleich mit den passenden Gummis gemacht hatten. Früher musstest du die Scheiße immer selbst zuschneiden. Ich kann mich noch erinnern. Früher musstest du es immer selbst zurechtschneiden mit einem Cuttermesser. Da habe ich gesagt, ey, da hat doch keine Lust, also keiner Lust drauf. Wir lassen die gleich Wasserstrahl schneiden, dass die gleich dabei sind und dann funktioniert das auch ordentlich. Die sind einfach für den Zuschauer nochmal, für den nicht Sim, sondern Motorradfahrer, so, ja. Ist einfach der Übergang zwischen Kettenrad und Felge. Genau. Starr verschraubt geht gar nicht? Nee, da hast du halt echt Probleme, du kriegst dann im Betrieb halt Probleme, dass da jetzt Sachen wegfliegen, also das merkst du halt wirklich. Ist wenn die Kette dann mal ein bisschen loser ist, du gibst wieder Gas, die kriegt wieder Zug und mit einfach bam, kommt der Knall ins Getriebe. Ihr fahrt ja auch eine Hardy-Scheibe beim Auto, ne, und das ist im Prinzip nicht immer, aber... Wie ist das bei heutigen Supersportlern, wenn du so eine neue BMW kaufst oder so? Die haben das auch hinten. Die haben das auch bis heute noch drin, okay. In der Kupplung auch, also wir haben auch Kupplungen, wo das auch nochmal in der Kupplung drin ist, um eine dämpfende Wirkung zu haben. Ist so ein bisschen wie so wahrscheinlich wie ein Zwei-Massen-Schwungrad oder so eine gedämpfte Drückscheibe. Ja, genau. Genau. Wie ist das bei den Enduros, bei den Supermotos, beim Vollcross? Die haben es in der Kupplung auf jeden Fall drin. Genau. Was? Die haben in der Kupplung immer Dämpfungsgummis drin. Also geht einfach nur um die Schläge, dass die so ein bisschen gedämpft werden. Ja, jetzt gehen wir mal zu meiner Lieblingsabteilung. Ja, jetzt weiß ich auch, warum er umgebaut hat, weil die würde es da wahrscheinlich durch die Türen hier gar nicht reinkriegen. Nee, das wäre nicht gegangen. Ah, Glas. Genau. Hat doch hier Zumbi auch erst gehabt, ne? Mhm. Der hat jetzt eine Hermle, glaube ich, ne? Mhm. Ja, hier ist halt sozusagen CNC-Abteilung, wo wir halt unsere Teile fertigen. Wie halt hier zum Beispiel Gabelbrücken-Oberteile. Was soll man groß dazu sagen? Also bei uns ist halt so, wir machen ja die Wertschöpfungskette komplett selbst. Also wir konstruieren selbst. Wir programmieren selbst, wir fertigen selbst, wir vertreiben selbst. Alles selbst. Genau. Das Coole ist halt, du kannst halt direkt mit einspringen irgendwo, wenn irgendwas qualitativ nicht passt. Die Möglichkeit hast du halt mit Drittanbietern immer relativ schwer und das ist alles immer kompliziert. Und diese passt jetzt dann bei welchem Fahrzeug? Bei der Simson S51. Passt Plug and Play einfach rein. Da fehlt jetzt noch das Original Unterteil. Original ist das nur so ein... Hast du so ein gestanztes Blechteil, ne? Und damit ist es halt schön massiv, das merkst du auch beim Fahren halt. Ist echt so, das Mann. Ja, das merkst du. Das richtig originale Simson ist so, fahr damit mal schneller, dann ist das so ein Pudding. Ich versuche ja rauszukriegen, wo dieser Simson-Hype so herkommt.
für uns, ich sag jetzt mal vorsichtig, aus Westen. Ja. So, ne? Weil das ist einfach unglaublich, wie viele es davon gibt. Aber ich glaube auch wirklich, dass es so ein bisschen daran liegt, dass man hier tatsächlich noch Tuning betreibt, was ein Auto nicht schlechter macht als vorher, weil die Autos heutzutage halt einfach extrem gut sind, sondern einfach, weil das Fahrzeug damit auch so viel besser wird. Weil wenn du jetzt wirklich sagst, man baut so Dinger, dann merkst du sofort eine Stabilität schon. Klar. Du merkst auch bei der Schwinge zum Beispiel, wenn du eine Kastenschwinge einbaust anstelle der originalen Rohrschwinge, da fährst, wenn du mit so einem Moped 80 um die Kurve fährst, ein Original ist, dann ist es, als würde es hinten lenken soll. Also wirklich, das ist so weich, der ganze Arsch sozusagen. Und mit einer ordentlichen Kastenschwinge ist es so stramm und fährt. Also du kannst dann auch wirklich mit so einem Moped 120 fahren und es fährt sich wie ein Motorrad schnurstracks geradeaus, wenn es vernünftig gemacht ist, ohne dass du da Angst hast. Genauso auch mit den Scheibenbremsen, die wir dann anbieten und so weiter. Das ist dann halt einfach vernünftig. Was kostet sowas bei euch im Popper? Ich glaube 350 irgendwie so in dem Dreh. Komplette Gabel. Ja, ja. Also hast du ein Kegelrollenlager dabei, das Steuerrohr dabei, hiervon auch noch das Unterteil dabei. Mhm. Genau. Ja, hier sieht man noch so ein bisschen Motorengehäuse rumstehen. Da haben wir auch die ersten mit zum Beispiel auf dem Markt, die Motorengehäuse halt aus dem Vollen gefräst haben. Das haben wir im letzten Video mal ein bisschen thematisiert, die ganze Sache. Wie viele Gehäuse sind in Summe so in Umlauf? Schon ein paar hundert. Immer wieder Fliese. Deswegen habe ich dann auch irgendwann gesagt, weil das Problem war halt, dass die CNC-Fräsbuden, die uns am Anfang die Motorengehäuse gefräst haben, die haben es qualitativ nicht so hinbekommen, wie ich es halt wollte. Es hat ewig gedauert, es war unzuverlässig, du stehst halt immer irgendwo hinten an. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, jetzt reicht's mir, wir machen es einfach selbst. Und dann haben wir uns selbst, ja, das ist halt angeeignet, gemacht, getan. Weil, also bei uns ist es halt schon noch so, wenn du zur Schule fährst, steht da keine Sensor. Echt, ja. Oder? Also ja, du bist ja fast, du und Patrick halt, das sind ja so die beiden, die in Hannover noch sensormäßig was machen und halt die Clique um dich rum. Aber sonst ist bei uns in Hannover ja schon echt wenig Sensor. Nee, es gibt richtige. Oder wird, kommt das jetzt? Es gibt richtige Vereine. Es gibt da schon so eingefleischte Sensorfreaks. Doch. Ja, es ist eigentlich aber so. Fährt eigentlich, viel, pass auf. Nee, da fährt auch schon relativ viel Original. Original, ja. Genau, aber die würden sich vielleicht da schon sowas hier einbauen, wegen Fahrstabilität und sowas. Theoretisch bei einer 60 km/h Zulassung, sowas eintragungspflichtig oder kann ich schon einfach anbauen? Nee, egal. Müsste man schon eintragen. Muss schon so, also ist kein Freifahrtschein, ich kann machen, was ich will, solange es nur 45 fährt. Ja. Ist, glaube ich, auch ein Punkt, was man ganz lange dachte, dass man wirklich anbauen kann, was man will. Wird wahrscheinlich viel fabriziert, aber rein theoretisch nicht. Meine ersten Berührungspunkte mit dem Simson war, wir sind damals auf dem Feld gefahren. PW80 und ein Kollege hat sich einen Simson gekauft. Guck mal aus und meinte, was willst du mit der Simson da auf dem Feld rumkrachen und so weiter? Ging aber tatsächlich wochenlang mit der Simson da auf dem Feld rum. Du kannst über den Feldweg fahren, du kannst auf der Straße gut fahren, du kannst es jeden Tag fahren. Überhaupt gar kein Problem, du kannst alles mit den Dingern machen. So, jetzt wird es ein bisschen lauter. Ja, hier werden gerade Unterteile gefräst für diese Gabelbrücken. Problemkind gerade. Oh, ja. Jetzt weiß man, warum da so eine Scheibe ist, ne? Ja. Das Ding willst du nicht abkriegen. Ja, das ist halt auch die Sache, da ist halt das Teil bei 3.500 Umdrehungen rausgeflogen und wir hatten leider das Pech, dass sich genau zwischen Werkzeugrevolver und Futter sich dazwischen geklemmt hat. Deswegen ist es hier auch so eingedrückt. Ja, die ganze Maschine ist im Arsch. Also wir reden jetzt hier von einem Schaden von, ich glaube, 24.000, 25.000 ist gerade das Angebot zum Reparieren. Ne? Im Arsch, weil einfach die ganzen Toleranzen... Die Geometrie ist komplett kaputt. Das heißt, die Gleitbahnführungen sind verbogen von der Z-Achse zum Beispiel und die Spinde hat auch einen Schaden. Hörst du, er hat einen Lagerschaden. Wenn die läuft, ist eklig. Ja. Dann weiß man auch, warum Billeteile auch so teuer sind, weil sowas... Wir hatten schon 500 Teile gedreht und bei 501 Teil ist es halt einfach rausgeflogen, weil es nicht gespannt war oder wenn Span dazwischen war. Kann ich jetzt auch nicht mehr rekonstruieren. Krass. Aber das ist halt wirklich leider sehr teuer. Ja. Das ist halt das, was die Leute bei Willetal nicht sehen. Die denken halt, Knopf drücken, Brücke kommt raus, fertig. So, ne? Das ist ein Riesendrama, sowas konstant vernünftig in der Serie laufen zu haben, das halt auch funktioniert. Ne? Also bereitet uns auch viel Kopfschmerzen. Aber wir gehen mal weg, ist der Wir gehen mal ein bisschen weiter, damit ihr auch davon was habt. Die war letztes Mal schon da. Genau. Das war halt meine erste Maschine gewesen. Die könnte auch tatsächlich letztes Mal genau da gestanden haben. Ne? Das kann sein, ich weiß es echt nicht mehr, wo sie stand. Die stand schon mal da hinten, die stand dann schon mal hier. Nee, die stand also letztes Mal aber hier. Da gab es das Loch noch nicht. Hm, genau. Genau. Ja, das war, wie gesagt, meine erste Maschine gewesen. Unser treuer Begleiter. Die haben wir zwar auch schon jetzt 20 Mal repariert oder so, weil die halt auch schon uralt ist. Ne? Aber die macht ihren Job ganz gut, ja. Bist du selber auch in der Lage, sowas zu programmieren? Ja. Schon.
Weil gelernt hast du das ja eigentlich auch nicht, oder? Nee. Also nur Learning aber by Doing, immer so auf Zugeschaut. Wenn man halt eine Macke für hat, ne, dann, ich bin halt sehr affin für. Ich finde das total geil mit den CNC-Maschinen. Ja. Ich liebe das halt einfach. Keine Ahnung warum. Ich finde es cool. Ich finde halt die Illusion cool, dass man was einmal programmiert und dann eine Maschine für dich arbeitet. Dass es in der Praxis immer nicht ganz so ist, ist eine andere Sache, aber genau. Die Haas, die, da war das Coole, die kannst du am Rechner programmieren und dann mit USB-Stick einfach rangehen, ne? Genau. Ja, da erinnere ich mich an die bei Sumi noch. Genau. Dass das ging. Hier war früher der Motorenraum. Ja, Motorenraum. Genau. Den haben wir halt mal so ein bisschen neu gemacht. Ja, was wird hier gemacht? Hier werden halt die, also hier holt sich eigentlich die Produktionsabteilung in ihr Go ab, dass sie so weiter produzieren dürfen. Hier werden halt die Sachen vermessen, kontrolliert, gemacht, getan. Krass. Dann haben die halt sozusagen hier ihre Dokumentation, wo die halt sehen, okay, wo kommt es drauf an. Da kann ich dann halt immer Einfluss drauf nehmen, wenn mir irgendwo was auffällt, was wir verbessern müssen etc. Dann wird es halt direkt in der Dokumentation angepasst. Ja, ihr wisst ja selbst, in der Produktion, es läuft nie alles glatt. Du hast doch irgendwo mal einen unzufriedenen Kunden, weil doch mal irgendwas nicht so gut war. Und so kannst du halt direkt Einfluss drauf nehmen. Das ist jetzt ja auch schon ein gewisser Aluklotz, wo das Ganze rauskommt. Problem aktuell mit Aluklötze kriegen? Wir kriegen sie, weil wir rechtzeitig viel bestellt haben. Aber der Preis ist natürlich verdoppelt. Ja. Weil allein das hier ist ja schon gut Aluklotz gewesen. Ja, das ist hier allein schon Rohmaterial. Was macht ihr mit den Spänen davon? Werden die wieder eingeschmolzen? Die werden wieder eingeschmolzen. Also nicht bei uns natürlich. Also aber die können wir wie so eine Art Pfandflasche wieder zurückgeben, wie läuft das? Nee, da haben wir halt einen Schrotthandel sozusagen und der nimmt es containerweise ab. Also wir machen hier in der Woche, glaube ich, 1,5 Tonnen Späne. Wenn alle Maschinen richtig. Ja, also nächstes Mal, wo wir hier sind, ist ein Hochofen da, dann kannst du selber wieder... Ja, gießen wir hier selbst. Ja, an den Raum erinnere ich mich noch. Da haben wir auch noch eine Challenge offen. Wir waren ja neulich beim Kart-Team. Und die machen ja eigentlich das Gegenteil von euch. Also die kämpfen sich ja nur durch das Reglement und Wirrwarr Originalteile so zusammenstellen, dass es maximal viel Leistung hat. Die haben aber auch mal übel Bock, mal einen Zylinder zu machen, der einfach nur auf Leistung hinaus ist. Das heißt, wir müssen noch so ein kleines Reglement zusammenstecken und dann müssen wir dann mal gucken, wer hier die bessere, die stärkere hat. Der besser ist ja immer was anderes als stark. Ja, das ist hier unser Hauptwerkzeug, ne? Wo du halt mit dem Winkeltrieb in den Kanälen reingehst. Mhm. Aber es wird halt immer weniger, weil wir immer mehr Zylinder als selbst gießen. Ich glaube, das war damals schon so und es wird auch immer mehr so. Einige, da lohnt sich das nicht, eine Gussform aufzumachen, weil eine Gussform kostet halt auch mal 30.000, 40.000 Euro und das kannst du jetzt nicht für jeden Zylinder aufmachen, da lohnt sich dann doch lesen manchmal eher. Der Gusszylinder kommt dann aber wirklich so, dass da nichts mehr dran gefräst wird? Nee, also oder wir arbeiten vor Beschichten, arbeiten wir dann nochmal nach, dass das alles ordentlich ist. Aber es ist halt wesentlich weniger Aufwand, als irgendwo aus dem Vollen irgendwo riesen Kanäle reinzuzimmern. Ne? Genau. Aber dir macht das richtig Spaß? Ja, naja, man macht es halt mit Liebe. Ne? Das halt Zylinderfräsen ist halt auch so, man muss es lieben. Ja, wenn man es liebt, dann kann man da voll drin, das ist wie eine Kunst, weil es ist so filigran. Und das macht Spaß. Das ist ja auch was, das kannst du ja auch keinem beibringen. So, also du könntest dir mit Sicherheit dazu wieder daneben setzen, der wird das aber nur lernen, wenn er richtig Bock drauf hat. Und zweitens musst du auch einfach, du musst was mitbringen, dass du das kannst. Ja. Also es ist wirklich so filigran, damit habe ich jahrelang meines Lebens verbracht und du lernst immer wieder dazu. Nein, und nicht ein Originaler, der unbearbeitet ist, den habe ich noch nicht, der mal ausfallen. Weil du rutschst einmal ab und sind 300 Euro im Arsch. Das heißt, du musst permanent hochkonzentriert daran arbeiten. Deswegen kann es halt auch wirklich nicht jeder machen. Wir reden jetzt gerade wirklich davon, dass zum Beispiel, ich weiß ja nicht mehr, wie wir es filmen sollen, aber ja, hier, dieser Kanal hier, warte, so müsste man es eigentlich sehen da, dieser kleine, da wird jetzt gerade so drin rumgefräst, so um die Ecke, weil man kommt natürlich auch, ich sag mal hier so ein Auslass zu fräsen, ist ja immer das Einfachste, so, weil man gerade rankommt, aber alles andere ist ja wirklich und das um die wirklich, Ecke. Du änderst einen Spürwinkel, ein paar Grad, der Kanal strömt anders in den Zylinder ein und das entscheidet, ob du eine sehr gute Leistung hast oder gar keine. Und das muss halt alles zueinander passen und dann hast du halt einen leistungsstarken Motor. Das ist halt eine Wissenschaft, mit der ich mich irgendwie gefühlt schon mein ganzes Leben beschäftige. Deine eigenen Zylinder fräst du noch selber? Oder gibt es hier sogar Leute, die vielleicht sogar schon besser können? Also ich muss, also Clemens kann es, würde ich fast sagen, genauso gut. Oder kann es genauso gut. Wahrscheinlich sein eigener Motor wahrscheinlich PS mehr als deiner, dann haben wir zufälligerweise. Aber ich glaube, an einer kleinen Stelle was gefunden. Ja. Das ist halt der Vorteil, ich hab's halt, das ist halt auch wieder so ein Punkt, ne? Ich bin halt kein Geschäftsführer in dem Sinne, der jetzt da dann auch nicht weiß, wovon er spricht, weil ich habe es halt selbst 10 Jahre lang gemacht, jeden Tag. Ich habe jeden Tag 5-6 Stunden Zylinder gefräst, dann weißt du ganz genau, dann kann ich nämlich auch mal dahinter stehen, warum hat es so lange gedauert oder ich kann halt ganz genau sagen wieder. Und du weißt selber, wie lange wir, bis es dann irgendwann, ne,
Bis es der Mitarbeiter hinbekommen, also das ja, war ein langer Weg, aber wir haben es gut hinbekommen. Und jetzt ist der Wahnsinn, sie können es auf jeden Fall richtig gut. Das hier sind 125 Kubik? Das sind 130. Das ist 130, okay. MTX, ne? Und also das heißt, es ist ein originaler MTX-Zylinder, der jetzt quasi bearbeitet wird? Hm, genau. Wie lange sitzt man an so einer Bearbeitung dran? Kommt auch wieder ganz drauf an, wie genau muss es sein, ah, okay. Was genau, soll es also werden. Wenn du jetzt nur so einen 30 PS Zylinder baust, dann bist du wahrscheinlich in 2-3 Stunden durch. Wenn das einer werden soll, der an die 40 haben soll, dann muss das natürlich noch viel, viel genauer alles werden. Du musst zum Beispiel diesen Nebenauslöser reinfräsen, die sind da jetzt auch zusätzlich reingekommen. Da sitzt dann auch mal ein Arbeitstag dran. Ne? Das ist halt. Die haben keine Nebenauslöser sonst? Nee. Das. Aber das zeigt schon vieles, weil es ist wirklich, wenn man ehrlich ist, eine Arbeit, die kann man nur gerne machen, wenn man es halt wirklich liebt. Ne? Hm, genau. So, ne? Weil mit Brille, mit Kopfhörern, dann hier so wirklich ja so tief drin, man sieht eigentlich gar nicht, wo man ist mit dem Fräser und so. Genau. Ja, und dann auf dem Prüfstand testen, hat das was gebracht, ne? Das ist halt. Ja, und der Teller, vielleicht auch mal fräst du 4-5 Stunden, stellst dich auf dem Prüfstand, geht schlecht. Ja. Ja. Fängt sich ja von vorne an, ne? Deswegen, das ist. Das ist halt auch immer so die Sache, wo es ja auf jedem Tuningmarkt ist, die Kunden bezahlen halt einfach auch die Entwicklung da hinten dran. Und das ist halt auch so ein Punkt. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, warum ich mir so ein Moped aufbaue. Weil wenn ich halt mir so ein Ding baue, wo halt was kaputt gehen kann, weil es so viel Leistung hat. Da lerne ich extrem viel, was wir in unsere Serien wieder mit einfließen lassen. Das ist definitiv so. Und deswegen ist auch ganz, ganz wichtig. Deswegen unterstütze ich auch, dass unsere Mitarbeiter, Clemens fährt selber auch einen MTX, der richtig gut geht. Dennis fährt einen MTX. Also ich glaube, wir haben 3 oder 4 Mitarbeiter, die so einen MTX-Motor fahren. Tägliche Simson drin, ne? Genau, ja. So ungefähr, wirklich. Aber so wissen sie dann halt auch, worauf es ankommt, ne? wenn ich es denen halt sage. Aber wir haben nebenan hier die neuesten Maschinen stehen. Keine Chance, das maschinell zu machen. Geht halt einfach. Kursteile sind. Wir machen, es gibt Sachen, die machen wir an den Zylindern, an den Simson-Zylindern, die wir halt in größeren Stückzahlen vertreiben. Da machen wir viele Sachen auf der CNC-Maschine dran, vorarbeiten. Du musst dann aber nochmal fein hinterher. Zumindest wenn du jetzt einen fertigen Zylinder umarbeitest. Ist jetzt natürlich was anderes, unsere eigenen gegossenen Zylinder, ja, die können wir direkt, wenn die schon auf der Maschine für die maschinelle Bearbeitung sind, direkt dann umfräsen. Ja. Okay. Weiter geht's. Also den ersten im Bunde haben wir schon verloren. Benni fängt an morgen, ne? Genau, den können wir nachher auf dem Bällebad abholen. Der hat irgendwas gesehen für seine Simson und wird das gleich umsetzen. Ja, ja, okay, also jetzt zu diesem Objekt der Begierde. Ja, wenn ihr wollt, können wir es mal auf den Prüfstand stellen. Mhm. Hoffen, dass es durchhält. Mhm. Wird muss, schon. Muss. 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 Ja. Wie viele Prüfstandsläufe hat das Ding schon ungefähr hinter? Nicht viel. 30, 40, ehrlich. Also so viel Erfahrung schon da, dass das so, selbst mit einem frischen Zylinder. Wir hatten einfach jetzt nicht mehr Zeit, muss man mal ehrlich so sagen. Ja, ja. Also ich habe mit den Kartmotoren relativ viel Erfahrung, das Kartfahren halt. Wir haben das Glück, relativ häufig Simson-Motoren zu bauen, dass man dann halt schon relativ schnell zum Ziel kommt. Und abstimmen ist halt auch, ich glaube, da habe ich schon ein gutes Gefühl für, dass es ziemlich schnell funktioniert. Es kann trotzdem jetzt jederzeit irgendwas passieren. Wenn dann seid ihr halt live dabei, dann ist es halt so. Aber ja, was soll's. Musst du zum Abstimmen Kerze noch ausdrehen oder ist das mittlerweile so einfach im Gefühl, wie das Ding so läuft? Ich sehe es am Leistungsdiagramm. Okay. Also ist das eigentlich das A und O? Ja, also jetzt am Anfang schon, man spürt es auch, sage ich mal. Ne? Es ist, also hier ist wirklich noch viel Gefühl dabei. Nochmal harte Fakten für die, die jetzt erst eingeschaltet haben. 125 Kartzylinder, euer Gehäuse, Eigenentwicklung, weil es durch die Kurbelwelle ansaugt, in dem Fall nicht durch den Zylinder. Genau. Mit dem Vergaser, der wird im Kart auch gefahren. Genau, aber nicht zu diesem Zylinder, da sind eigentlich normale Schumacher-Vergaser dran. Das ist wieder eine andere Kartklasse, aber ich wollte die halt haben wegen dem Bauraum und was ich halt so einstellen kann. Wie es vorhin schon erwähnt habe. Also ich kann ihn halt über diese Einstellschrauben mager und fetter. Krass großer Kühler finde ich. Ja. Das ist ja bald hier so 4 Takt 600 Kubik. Ja, ist aber auch wirklich ein Heizkraftwerk. Also ich krieg's jetzt so hin, dass er ungefähr bei 60 Grad schon dann stehen bleibt. Mhm. Aber viel mehr Wasser, das ist schon eigentlich viel. Im Kartsport fährst du so 45 Grad. Mhm. Echt so wenig. Krass. Jetzt gerade ohne Luftfilter fährst du ohne Luftfilter? Es geht hier mit der Airbox nicht. Du kriegst es mit diesem Herbstkasten nicht hin, dass die Luftmenge ausreicht. Also ein Ding braucht halt wirklich viel, viel Luft. Also die ganz, ganz empfindlich. Ja. Zündanlage? Ist ja auch ein wichtiger Punkt bei so einem. Genau, ist von uns so eine MVT-Zündung, die auch eine dynamische Zündwinkelverstellung hat. Das heißt, ab 5000 Umdrehungen fangen wir an, den Spät zu verstellen. Und ja, verstellen dann bis zu 25 Grad. Genau. Aber es ist halt der Punkt, den wir letztes Mal schon hatten, dass man beim Zweitakter für mit steigender Drehzahl Richtung Spät und nicht Richtung Früh geht. Ne? Genau. Es ist jetzt wie gesagt so, es ist eigentlich nur zusammengebaut, mal kurz ein bisschen eingestellt, dass es läuft, dass es funktioniert. Dafür läuft es schon ganz gut. Und wie gesagt, wir haben jetzt schon 42,5 PS. Das ist schon wirklich ganz in Ordnung. Geil.
Vor allem, dass jetzt auf Anhieb halt auch alles so funktioniert hat. Ne? Aber Zündung, die besagte dynamische Verstellung, die ist programmierbar oder ist da fest drin? Nee, die ist jetzt bei der Zündung fest drin. Okay, genau. Also die kommt einfach im Steuergerät so und macht genau das. Hm, genau, die verstellt ziemlich linear, aber es passt eigentlich ganz gut zu unserem Zweitaktmotor, muss man sagen. Aber die Zündkurve drauf. Den eigentlichen Punkt, wo sie dann zündet, kann man schon noch einstellen. Genau, das kannst du einfach mechanisch einstellen. Über, das heißt, das ist schon auch ein Abstimmungswert, den man schon angeht. Genau, genau. Hier ist jetzt auch ganz einfach, du schraubst einfach den Zündungsseitendeckel ab auf dem Prüfstand, machst dann eine Kurven, dann sieht man meistens am Diagramm schon, okay, wir müssen ein bisschen früher, wir müssen ein bisschen später gehen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, und dann löst du die nur, stellst sie minimal früher und siehst dann halt am Diagramm, okay, wird besser, wird schlechter. So machst du es hier. Was denkst du, wir würden dir ein Motorrad, also auch eine Lumson bringen, du weißt, was verbaut ist, weißt aber gar nicht, wie das Ding läuft und so weiter, und du müsstest das Ding abstimmen ohne Prüfstand, ohne jegliches Hilfsmittel. Das geht auch. Wie nah würdest du da so rankommen? Schon ziemlich nah. Du spürst es auch auf der Straße ganz gut. Das ist halt wirklich, es ist auch ganz oft so, dass ich ein Moped erstmal auf der Straße kurz abstimme, um es erstmal grob das System zum Laufen zu kriegen, dass es überhaupt erstmal wirklich vernünftig beschleunigt, vernünftig läuft. Und dann gehst du eigentlich nur noch auf den Prüfstand, um die Nuancen rauszukitzeln. Also kommst du auch auf der Straße sehr gut zurecht, wenn man ein Gefühl dafür hat. Gerade bereits die Teillast oder so ist sogar vielleicht interessanter, genau, würde ich sagen, genau, auf der Straße. Ne? Volllast. Manchmal ist es auch so, du kommst manchmal auf den Prüfstand nicht weiter, wenn du ein Moped hast, wo es wirklich arg Probleme in der Abstimmung im Setup gibt. Mhm. Das merkst du dann manchmal wirklich nur auf der Straße. Ja. Ist es so. Ja. Du musst auch letztendlich trotzdem immer noch mal auf der Straße fahren, weil du trotzdem immer noch mal eine andere thermische Belastung hast und so weiter. Wo du thermisch sagst, ich gucke gerade so auf die Kupplung im Ölbad und Getriebe. Hm? Wenn man sowas auf der Straße fährt, geht das von der Öltemperatur her? Ja. Also das ist jetzt gar keine Probleme. Es ist jetzt nicht so, dass ich das aufheize über alles und nee, so. Nee, das geht voll. Okay. Also in dem Fall ist es sogar so, bei dem Gehäuse ist das Kurbelgehäuse noch mit Wasser gekühlt. Das ist jetzt auch bei den meisten Simson-Motoren nicht so der Fall, würde ich denken. Krass, okay. Das haben wir ja auch gleich mit in die. Das heißt, das Wasser zirkuliert nicht nur oben durch den Kopf, sondern genau, der geht mit durchs Kurbelgehäuse durch. Das glaube, da bin ich auch. Das kühlt natürlich brutal darunter. Mhm, genau. Mhm. Genau. Deshalb vielleicht auch Richtung eher 60 Grad. Mhm. Ne, weil es halt viel Wärme aufnehmen muss. Ne? Ja, ja. Aber krass, auch selbst das ist gemacht. Ja, let's go! Ab auf den Prüfstand. Jetzt wird's laut und geil. Gehört habe, wo wirklich jeder Ohrschoner aufgesetzt hat. So, ne? Oder? Weil er würde es ja bei der eigenen ja nicht, oder? Nee, das war schon wirklich etwas lauter. Krass. Vor allem beeindruckend schon so, ohne zu wissen, was da für eine Zahl steht. Also man sieht schon, wie das Moped arbeitet, ne? Ja, vor allem also gefühlt Hinterrad nach da, also Motor nach müssen da. Auch, wenn wir richtig messen, haben wir uns zu zweit drauf gesetzt, weil es halt wirklich durchdreht. Mhm. Fängt echt schon an mit. Fass mal an den Reifen. Krass. Merkst du das? Mhm. Oder der ist eigentlich der ist richtig warm. Der klebt richtig, ja. Und ich habe immer so einen Schockmoment, weil ich denke immer, oh, jetzt ist sie kaputt, wenn ihr beim Abtouren immer mit Absicht Zündung ausmacht und dann quasi den Haken aufmacht. Ne? Genau, um den halt einmal zu spülen, dass er halt Sprit nachbekommt, damit kühlt es halt auch innen. Das ist immer enorm wichtig. Deswegen habe ich auch immer den Totschalter direkt hier am Lenker dran, ne? Weil wenn du nur das Zündschloss hier jedes Mal hast, dann gut. Das heißt, nach der Messung in dem Fall wirklich nicht auskuppeln, sondern drehen lassen? Doch, ich kuppel aus, dann zeigt mir Prüfstand an, okay, reicht ihn, er hat seine die Verlustleistung gemessen. Und dann kuppel ich aber sofort wieder ein, einfach aus dem Grund, du hast bei den Motoren bauartbedingt immer ein Problem mit der Kupplung. Mhm. Wenn du die Kupplung bei den hohen Drehzahlen, den hohen Geschwindigkeiten zu lange gezogen lässt, dann hast du halt diese Nadellagerung, die du vorhin gesehen hast. Da hast du dahinter diese Kupplungsstifte und da kommt relativ schlecht Öl ran und die verschweißen dann ganz, ganz schnell. Und deshalb siehst du es ganz oft auf dem Moped-Treffen, wenn da irgendein Hugo draufsetzt auf dem Prüfstand, der keine Ahnung hat, die den immer ohne Kupplung wieder vom Prüfstand runterschieben, weil die danach dann hin ist. Ne? Also nicht die Kupplung, aber diese Kupplungsdruckstangen. Ja, also bei hohen Drehzahlen möglichst nicht lange die Kupplung ziehen. Genau, genau. Selbst mit der Nadellagerung hast du trotzdem das Problem.
Das heißt, theoretisch wirst du ja das gleiche Problem dann auch bei Straße eigentlich haben. Na, da geht's wiederum, weil da, soll ich das beschreiben, da hast du halt diese Drehzahldifferenz ja nie so hoch, wie sie jetzt hier ist. Also das fährt ja jetzt keiner 150 mit so einem Moped, zieht Kupplung und lässt dir den Standgas ausrollen, dass du halt diese Drehzahldifferenz zwischen, ich sag mal, Motor und Getriebe halt so stark hast, wie du es jetzt hier hast. Ja, auf jeden Fall ein Wahnsinnsgerät. Ich finde, klingt immer noch anders als ein Kart. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass einfach die Last, also die Lastzustände ganz anders sind, weißt du? Dass so ein Kart, keine Ahnung, nicht so die Gänge so kurz ausdreht irgendwie oder so, aber schon, also die Lautstärke. Hast du so ein Schaltkart schon mal gehört beim Fahren? Aber es klingt irgendwie wirklich anders, ne? Doch noch anders, aber es geht jetzt schon in die Richtung. Die Richtung, definitiv. Das auf jeden Fall, ja. Die Schaltkarts, was fahren die so an Leistung mit so einem Zylinder? Was ist da so Top-Range? Also ich denke weniger als das jetzt hier. Echt? Jetzt haben wir ein bisschen größeren Vergaser dran. Also ich denke mal so, ja, um 40. Ich weiß es wirklich nicht genau. Was haben wir jetzt gerade gemessen? 42 wieder. 42 am Motor. Genau. 38 am Rad. Wahnsinn. Boah, hat ja ein richtiges Band schon regelrecht, ne? Ja. Also die sind wirklich relativ breitbandig, ne? Von 7,5 geht es dann halt los. Ist ja nicht linear, aber du siehst halt hier, es ist jetzt noch nicht perfekt abgestimmt. Du hast halt hier immer noch ein bisschen Dellen hier und da mal wieder drin. Diese Dellen, also das klingt immer so abschirm, als wenn du jetzt Laptop nimmst und irgendwas im Kennfeld änderst, das geht hier aber gar nicht. Was würdest du jetzt zum Beispiel machen, um solche Dellen da wegzukriegen? Du kannst Zündungen machen, du kannst Vergaser machen, du kannst Verdichtungen machen, du kannst Spaltmaß machen, du kannst Auspufflänge ein bisschen variieren, indem du jetzt hier zum Beispiel andere Ringe mit in den Auspuff reinmachen würdest, weil die Krümmerlänge immer sehr, sehr entscheidend ist, dann kriegst du sowas auch oft weg. Krass. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass du damit in anderen Bereichen schlechter machst. Genau. Das ist halt immer so ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren halt. Weil man nie nur einen einzigen Bereich machen kann. Hm. Was halt hier auch wieder krass zu sehen ist, das ist bei unseren Turbomotoren immer ähnlich. Man sagt immer, die Dinger sind unten raus tot. Hm. Ne? Aber selbst wenn ich jetzt bei 8000 gucke, hat das Ding ja trotzdem schon 12 PS. So, natürlich ist das tot im Verhältnis zu 40 oben raus. Ne? So, aber hat ja schon was hat die Simme original? 3 PS? 4 PS? 3,5 PS. So, ist trotzdem noch, weißt du, vierfache Serienleistung bei 8000 halt. Ne? So, genau. Das vergisst man natürlich immer, wenn dann ja, aber beim Fahren kommt. Kommt dir das halt trotzdem mit 12 PS so als du stehst. Da passiert gar nichts. Das ist halt, Okay, das heißt, du sagst, als Laie ist so ein Ding auch echt nicht einfach zu fahren. Also, wir werden es gleich selbst sehen. Ich weiß ja nicht mal selbst, ob ich es halbwegs gefahren bekomme. Das wird schon irgendwie gehen, aber. Genau. Also ich würde sagen, erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit jetzt in diesem Video hier schon mal. Danke fürs Zeigen von eurem Betrieb. Mega geil, wirklich feier ich, was ihr macht. Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Jetzt holen wir erstmal unseren Roller raus und dann geht es auf den Flugplatz. Ne? Können wir den hier messen? Ja, sollte man hier messen. Da muss ich ein bisschen probieren, weil Roller messen wir jetzt nicht so häufig. Aber kriegen wir hin. Und dann geht es auf den Flugplatz und ihr könnt live mit dabei sein im nächsten Video, wie dieses Ding das erste Mal fährt. Auf Flugplatz. Mal gucken, hoffentlich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.